Schon lange unterstützen Computer uns dabei, unser Wissen zu erweitern und schlauer zu werden. Zum Beispiel mit webbasierten Trainings oder Lernspielen. Einige Robotikforscher wollen uns nun auch geschickter machen. Und ihre Apparaturen machen selbst Grobmotorikern Hoffnung. Saurabh Detta aus Kopenhagen entwickelt solche Maschinen, die einen buchstäblich an die Hand nehmen. Sein Apparat Teacher verspricht Hilfe beim Malen und Musizieren. Die Maschine nutzt sogenanntes Forced Feedback. Das heißt, Teacher führt den Lernenden mit sanftem Zwang. Der Maschinenlehrer registriert jede Bewegung und greift korrigierend ein. So lernt das Gehirn Bewegungsabläufe und speichert das Erlernte besser ab. Mich erinnert das an meine Kindheit, als meine Mutter meine Hand hielt. In allen Kulturen machen das ja Eltern und Lehrer so. Wenn du anfängst zu schreiben oder zu zeichnen, führt jemand deine Hand. Und diesen Ansatz habe ich für meine Arbeit übernommen. Mit seinen Experimenten widmet sich Detta einigen wichtigen Problemen der Computerwissenschaft. Es geht um die bestmögliche Zusammenarbeit von Mensch und Maschine und die Konsequenzen einer solchen Kooperation. Und natürlich interessiert ihn auch, wie Menschen auf solche maschinelle Unterstützung reagieren. Die meisten haben sich gegen die Maschine gewehrt, gegen das, was sie mit ihnen tun wollte. Aber einige fanden es wirklich gut, auch wenn sie nicht genau wussten, was die Maschine da macht. Und das fand ich wirklich erstaunlich. Trotz allen Fortschritts, ein vollautomatischer Kunst- oder Musiklehrer bleibt erstmal eine Vision. Die Konzertpianistin und Klavierlehrerin Inga Fiolia jedenfalls sieht sich noch nicht durch robotische Konkurrenz bedroht. Denn Musik ist mehr als Noten nachzuspielen. Also ganz mechanisch würde ein Stück so klingen. Weil wir Menschen sind, können wir auch menschlich spielen und das würde dann so klingen. Aber Lernmaschinen versprechen nicht nur, das Erlernen kreativer Fähigkeiten zu revolutionieren. Schon heute setzt Catherine Disselhorst-Klug Lernroboter in der Rehabilitationsmedizin ein. Zum Einüben alltäglicher Bewegungen. Sich einem Roboter wie Frau Antje anzuvertrauen, damit haben die Patienten hier kein Problem. Erstaunlicherweise nehmen das unsere Patienten als weniger bedrohlich wahr als die Gesunden. Und die haben schon gelernt, dass ihr Körper nicht das macht, was sie vorgeben oder was sie gerne wollen als solches. Und die Patienten, die wir hier mit untersucht haben und die wir mit bis jetzt trainiert haben, die hatten jede Menge Spaß. Frau Antje hilft Patienten mit Schädigungen des zentralen Nervensystems. Die robotisch assistierte Rehabilitation nutzt die Fähigkeit des Gehirns, lebenslang lernen und Fehler reparieren zu können. So können Patienten unabhängiger trainieren und damit auch Therapeuten entlasten. Und das ist erst der Anfang. Ja, natürlich würde ich mir irgendwann mal wünschen, dass Frau Antje auch einen Patienten selbstständig greifen kann. Im Augenblick muss er sich noch selber andocken. Dass man dann sagt, liebe Frau Antje, ich bin soweit, bitte greife meinen Arm und dann kommt sie. Und das gibt dann nochmal ganz neue Dimensionen im Bereich der robotischen Assistenz in der Medizintechnik. Alle Versuche und Experimente zeigen, entscheidend für den Erfolg der Lernmaschinen ist die Frage der Kontrolle. Wer hat wann das Sagen? Aber dieser Konflikt ist gar nichts wirklich Neues, ist Detta überzeugt. Ein Smart Car, das keinen Fahrer mehr benötigt, und ein Pferd, das ist eigentlich das Gleiche. Beide haben einen eigenen Verstand und beide können autonome Entscheidungen treffen. Und in vielen sensiblen Bereichen werden wir längst von Maschinen kontrolliert, zum Beispiel von Autopiloten oder Herzschrittmachern. Lernmaschinen fügen solchen Anwendungen eine neue Dimension hinzu und helfen uns, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie viel Kontrolle wir bereit sind, an die Maschinen abzugeben.